Flemeth. Ich dachte, das könnte euch vielleicht interessieren. Ihr erwartet, dass ich euch glaube, ein Mythos sei aus der Wildnis gestürzt, um den Champion zu retten? Ach, kommt schon, Sucherin. Muss ich euch etwa auch noch die Geschichte des Wächters erzählen? Nein. Vermutlich sollte es mich nicht überraschen, dass sie ebenfalls beteiligt war. Mir hat meine Version auch besser gefallen. Und was habt ihr sonst noch ausgelassen? Hat sie dem Champion jemanden als Begleitung mitgeschickt? So könnte man es ausdrücken. Es ist also wahr. Gut, weiter. Aber wenn ihr mir erzählt, sie seien auf einem Drachen nach Kirkwall geflogen... Ihr werdet nichts derart Abstruses zu hören bekommen, das versichere ich euch. Die Hexe hielt ihr Wort und brachte sie nach Quarren, wo sie an Bord gingen. Durch schreckliche Stürme segelten sie nordwärts, über das wache Meer. 2 Wochen verbrachten sie im Frachtraum, im Dunkeln, mit den Verängstigten und den Verzweifelten. Und dann sahen sie sie. Kirkwall, die Stadt der Ketten. Vor langer Zeit war sie Teil des Reiches und von überall her kamen Sklaven für die Arbeit im Steinbruch. Nun ist sie eine freie Stadt. Doch das ist ein großes Wort. Wer durch die schwarzen Klippen segelt, sieht, was einst auch die Sklaven sahen. Die Galgenburg. Und genau dort gingen sie und alle anderen an Land. Seht sie euch nur alle an. Sollte uns das wirklich überraschen? Alle fliehen vor der Verderbnis, genau wie wir. Und sie würden uns alle den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Unglaublich. Wir kommen schon in die Stadt. Wir finden einen Weg. Wir müssen Gemlin finden. Unsere Familie hat in Kirkwall schon immer hohes Ansehen genossen. Ich bin mir sicher, er kann etwas für uns tun. Hoffentlich hat er deinen Brief erhalten. Die Wachen scheinen diesem Mann unterstellt zu sein. Vielleicht sollten wir uns mit ihm unterhalten. Wir müssen euren Onkel finden. Wenn wir Glück haben, hat ihn mein Brief erreicht. Von hier stammt Mutter also. Ein reizender Ort. Wesley wäre entsetzt, wenn er das hier sehen würde. Zurück in die Menge mit euch. Ihr werdet nicht schneller nach Kirkwall hineinkommen, nur weil ihr versucht, euch hier aufzuspielen. Aber ihr habt doch vor, uns hineinzulassen. Wir haben selbst genug Bedürftige in den freien Marschen. Wir können gut darauf verzichten, dass ihr Flüchtlinge euch hier wie ein Misthaufen auftürmt. Ich habe gehört, wie jemand diese Festung die Galgenburg nannte. Ist sie ein Gefängnis? Früher schon, in den Zeiten des Reiches. Bis zur Rebellion wurden hier die Sklaven untergebracht. Jetzt wird sie von den Templern geleitet, die hier ihre Magier einsperren. Es hat sich also wohl nicht viel geändert. Hier sind Magier eingesperrt? Nun ja, auch nicht mehr als irgendwo sonst. Sie ist jetzt ein Zirkel der Magie. Die Magie soll den Menschen dienen und sie nicht beherrschen. Es ist besser, wenn die Magier eingesperrt sind, wo sie niemandem schaden können.
Es muss doch irgendeinen Verantwortlichen geben, mit dem ich reden kann. Ja, ja, immer die gleiche Leier. Wenn ihr rein wollt, müsst ihr mit Hauptmann Ewald sprechen. Ich bin nur hier, um zu verhindern, dass ihr über die Mauer klettert. Wir werden hier verhungern! Sagt, wie konnte eure Familie aus Lothering entkommen? Nahezu alle, die nicht geflohen waren? Meine ältere Schwester. Wenn sie nicht gewesen wäre, wären wir jetzt vermutlich nicht hier. Aber ihr scheint selbst ziemlich fähig zu sein. Ich bin nicht meine Schwester. Kirkwall wurde abgeriegelt. Ihr könnt nicht hinein. Könnt ihr uns in die Stadt bringen? Was wollt ihr? Wollt ihr Geld? Lasst uns durch, ihr elender Mistkerl! Wir werden nicht in dieser Grube bleiben! Dann geht zurück auf euer Schiff und verschwindet! In Kirkwall ist kein Platz für noch mehr Flüchtlinge! Das Schiff hat bereits abgelegt! Wir haben viel dafür bezahlt, hierher zu kommen! Ihr, ebenso wie Halb für Raldon. Ich kann nichts für euch tun. Die Stadt ist überfüllt. Wenn ihr die Leute weiterhin so in diese Festung quetscht, wird es zu Problemen kommen. Ja, darauf könnt ihr euren Arsch verwetten. Aber es wird noch weitaus schlimmer, wenn wir die Leute weiterhin in die Stadt quetschen. Wir haben euch für Raldner monatelang eingelassen, aber ihr kommt zu spät. Wir haben keinen Platz mehr. Aber wir haben hier Verwandte. Glaubt mir, diese und ähnliche Behauptungen habe ich schon tausendmal gehört. Wir werden Schiffe auftreiben, die euch alle zurück nach Ferelden bringen. Irgendwann. Doch bis es soweit ist, bleibt ihr hier. Es gibt doch bestimmt noch jemand Höhergestellten, den wir überzeugen könnten. Die Stadt wurde auf Anordnung des Vicomte und von Kommandantin Meredith abgeriegelt. Es ist ihre Festung, in der ihr gerade steht. Aber soweit es euch betrifft, habe ich hier das Sagen. Wenn ihr unseren Onkel Gamlin Emel finden könntet, hättet ihr ein paar Flüchtlinge weniger, die euch belästigen. Gamlin, ich kenne diesen Namen. Er ist ein Adliger hier in der Stadt. Unsere Familie besitzt hier ein Anwesen. Ein Adliger? Der einzige Gamlin, den ich kenne, ist ein kleines Wiesel mit leeren Taschen. Wenn er zurückkommt, bringe ich euch zu ihm. Aber ich habe keine Zeit, ihn... Was? Die lasst ihr also in die Stadt? Ich habe nicht gesagt, dass... Wir sind seit 4 Tagen hier. Die sind gerade erst angekommen. Das reicht. Wir bahnen uns unseren Weg mit Gewalt. Männer! Zu den Waffen! Unglaublich. Hauptmann, geht es euch gut? Ja, aber das habe ich nicht euch zu verdanken. Wo sind die anderen? Sucht sie und bringt sie her. Ich will das hier unter Kontrolle behalten. Ich danke euch. Hört zu, ich kann euch nicht in die Stadt lassen. Die Entscheidung darüber liegt nicht bei mir. Aber ich werde euren Onkel finden und ihn hierher bringen. Es ist jetzt schon 3 Tage her. Wann hat diese Warterei denn endlich ein Ende? Ich bin mir sicher, es dauert nicht mehr lang. Gamlin ist bestimmt noch auf der Suche nach uns. Und wenn nicht? Seht nicht hin, aber ich glaube, das ist unser Mann. Leandra! Verdammt, Mädchen, die Zeit hat es wirklich nicht gut mit euch gemeint. Gamlin! Offen gesagt, hatte ich hiermit einfach nicht gerechnet. Die Verderbnis, der Tod eures Gatten,
hätte erwartet, der Rest eures Lebens würde sich in Ferelden abspielen. Ach, Gamlin, wir sind zu spät. Meine kleine Bethany hat es nicht geschafft. Möge Andraste sie leiten. Oh, beim Erbauer. Bitte tut mir das nicht auch noch an, Leandra. Ich weiß ja noch nicht einmal, ob ich euch helfen kann, in die Stadt zu kommen. Es gibt andere Möglichkeiten, in eine Stadt zu kommen. Natürlich. Das hat man ja bei diesen Soldaten gesehen, gegen die wir gekämpft haben. So ungern ich dem auch zustimme, aber es gibt einen Grund, warum man uns in einem alten Gefängnis untergebracht hat. Ich hatte gehofft, ein paar Bestechungen machen zu können, aber die Kommandantin greift hart durch. Wir brauchen mehr, um die Maschinerie zu schmieren. Aber was ist mit dem Anwesen? Dein Vater hat doch bestimmt etwas hinterlassen, als er gestorben ist. Ach ja, das Anwesen. Also es ist, weg. Ich brauchte das Geld, um Schulden zu bezahlen. Ich wollte euch eigentlich schreiben. Dann gibt es keine Hoffnung mehr. Nicht unbedingt. Ich kenne einige Leute, die uns vielleicht helfen könnten. Falls ihr nicht zu wählerisch seid, was eure Gesellschaft betrifft. Mutter sagte, unsere Familie sei reich. Könnt ihr uns wirklich nicht helfen? Ich helfe euch doch, verdammt. Ich habe Angebote von zwei Leuten, die über genug Geld verfügen, um diese Tore zu öffnen. Ich kann noch immer nicht glauben, dass ihr das Anwesen verkauft habt. Wie konntet ihr nur, Gamlin? Nun, ich hatte einfach nicht damit gerechnet, dass eure verdammte Familie plötzlich wieder vor meiner Tür steht. Aber ich habe ein nettes Plätzchen in der Unterstadt. Es wird sich alles klären. Ihr werdet schon sehen. Dann lasst mal hören, Onkel. Was schwebt euch vor? Ich habe mich mit meinen Kontakten unterhalten und ein paar Leute gefunden, die möglicherweise bereit wären, für euren Einlass in die Stadt zu bezahlen. Der Haken bei der Sache ist, dass ihr und euer Bruder die Schulden abarbeiten müsstet. Ein Jahr lang. Ein Jahr? Mehr konnte ich nicht tun. Glaubt mir, wenn ich euch sage, dass eine Gruppe von Flüchtlingen nirgendwo eine bessere Möglichkeit bekommt. Ich bin mir sicher, ehe wir uns versehen, sind wir wieder frei. Ich habe es geschafft, meine Kontakte davon zu überzeugen, sich in der Galgenburg persönlich mit euch zu treffen. Mehran leitet eine Söldnergruppe, die Roteisen. Sie suchen nach neuen Rekruten. Athanrel. Ich schätze, man könnte sie eine Schmugglerin nennen. Beide können euch helfen. Ihr müsst sie nur im Hof aufsuchen und davon überzeugen, dass ihr die Mühe wert seid. Was denkst du, Carver? Was soll ich sagen? Ich bin lieber hier als nirgendwo. Wie gefährlich ist die Arbeit dieser Schmugglerin? Nun ja, die Arbeit für sie wird kein Spaß sein. Verglichen mit den anderen Diebesgilden hier ist sie ein ziemlich kleiner Fisch. Aber sie ist hart und fair. Und sie handelt niemals mit Sklaven. Was für ein Mann ist dieser Mehran? Er ist ein Söldner. Wie könnte er da eurer Meinung nach wohl sein? Ich würde ihn nicht zu mir zum Essen einladen, aber er genießt einen guten Ruf. Wenn ich Angst hätte, er könnte euch hintergehen, hätte ich ihn nicht gebeten, herzukommen. Gut, suchen wir sie auf und hören uns an, was sie zu sagen haben. Oh, Gamlin, ich weiß nicht. Es geht um wirklich viel Geld, Leandra. Und leider hat unser Name nicht mehr so viel Gewicht wie früher. Und was ist mit mir? Ich werde nicht zulassen, dass sich andere meinetwegen in Schulden stürzen. Ich wüsste nicht, welchen Unterschied das machen sollte. Ihr seht aus, als wärt ihr in der Lage, euren Beitrag zu leisten. Dann werdet ihr mit uns kommen. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Ich danke euch.